Hallo, willkommen im Video 10 in der Vorlesung Mathematische Modellierung 1. In dem letzten Video haben wir uns ja die Lösung des Fibonacci-Modells nochmal angeschaut im Phasenraum und haben gesehen, dass die Lösung nach einer Transiente auf diese instabile Richtung zu hinausläuft und dass wir dann das Modell, das eigentlich zwei Variablen hat, vereinfacht schreiben können, weil der Zustand sich einfach dann nur noch um eine Zahl, um diesen halt den Eigenwert erhöht und wir haben nur noch ein Modell mit einer Variable. Jetzt in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, was das bedeutet, weil jetzt können wir dieses vereinfachte Modell lösen. Also es geht jetzt um die Lösung des reduzierten Modells. Und das Modell hatten wir dann gezeigt. Das ergibt sich einfach. Die Anzahl der Kaninchen im nächsten Zeitschritt ergibt sich einfach durch die Multiplikation der Kaninchen mit dem goldenen Schnitt, mit Phi. Jetzt haben wir auch wieder nur ein Wachstumsgesetz in differenzieller Form. Das ist jetzt nichts Neues. Im Prinzip hatten wir das hier auch schon gehabt mit dem ursprünglichen Modell. Wenn das x jetzt hier ein Vektor war, dann haben wir das x zum nächsten Zeitschritt bekommen, indem wir das x im vorigen Zeitschritt mit der Matrix multipliziert hatten. Und dann hatten wir ja auch schon gesehen, das können wir durch Iteration lösen. Aber jetzt haben wir dasselbe halt für eine skalare Variable. Und ich möchte diese Lösung durch Iteration nochmal explizit hinschreiben. Und dann sehen wir, was sind die Kaninchen nach einer Generation. Das ist einfach der goldene Schnitt Phi mal die Kaninchen eine Generation davor, also im Monat 0. Dann habe ich die Kaninchen im Monat 1 als Phi mal die Kaninchen im Monat 0. Die Kaninchen im Monat 2 bekomme ich als Phi mal die Kaninchen im Monat 1 und das ist dann halt Phi Quadrat mal die Kaninchen im Monat 0. Entsprechend kriege ich dann die Kaninchen im Monat 3 als Phi hoch 3 mal die Kaninchen im Monat 0 und allgemein die Kaninchen nach t, nehmen wir ruhig den Buchstaben t, Monaten als Phi hoch t mal die Kaninchen zum Monat 0. So was hatten wir hier in dem allgemeinen Modell auch schon. Da hatten wir ja auch sowas, dass wir dann den Zustand zum Monat t, hatten wir gesehen, die Fibonacci-Matrix müssen wir t-fach miteinander mit sich selbst multiplizieren. Und dann mal den Anfangsvektor. Da war bloß das Problem, dass wir nicht unbedingt wussten, was so eine Matrix hoch t ist. Aber hier ist es einfach eine Zahl hoch t. Das wissen wir, ne? Das kann man einfach ausrechnen. Und was wir jetzt gemacht haben, das hier ist eine Lösung. Für diese Lösung, das kann man jetzt direkt einsetzen. Jetzt kann man einfach den goldenen Schnitt hier nehmen, 1,6, macht die hoch 12 und dann haben wir sofort hier eine Vorschrift, wie wir die Anzahl der Kaninchenpaare nach 12 Monaten haben. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem Wachstumsgesetz, das immer eine kleine Änderung des Zustands in einem infinitesimalen oder hier einen diskreten Zeitschritt angibt, oder der Lösung, die uns den Zustand als eine beliebige Funktion der Zeit gibt. Lösung sagt als Angabe, die Lösung meinen wir die Angabe des Zustandes für alle Zeiten. In Abhängigkeit der Anfangsbedingung
einer geschlossenen Form. Und das hier ist also so ein Musterbeispiel für eine Lösung. Wir haben so eine geschlossene Form, wie wir den Zustand ausrechnen können. Und was ist das hier für eine Lösung? Wenn wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen, dann können wir das auch noch mal umschreiben. Dieses f von t, das ist ja phi hoch t, aber phi hoch t kann man schreiben als eine e-Funktion. E hoch ln e hoch ln phi und das mal t. Das Ganze hier mal den Anfangswert. Und jetzt sehen wir, das ist eine Exponentialfunktion, also beschreibt diese Lösung hier ein exponentielles Wachsen. Wir bekommen also hier in der Lösung des reduzierten Fibonacci-Modells ein exponentielles Wachstum. Damit werden wir uns jetzt, das werden wir gleich noch ein bisschen genauer anschauen, was denn das bedeutet, exponentielles Wachstum. Aber vielleicht, bevor wir das jetzt diskutieren, können wir das vielleicht noch mal ein bisschen verallgemeinern. Weil jetzt bei dem Fibonacci-Modell steht ja in diesem Wachstumsmodell hier das Phi. Und das Modell können wir ja jetzt interpretieren. Warum wächst die Lösung an? Und wir sagen, in jeder Generation gibt es einen gewissen Bruchteil an Kaninchen. Und dieser Bruchteil, der ist beschrieben durch dieses Phi. Und diese Kaninchen können sich vermehren und dazu zu dem Wachstum beitragen. Dann könnte man sagen, eigentlich hätte man das ja vielleicht direkt ansetzen können als Wachstumsgesetz. Wir hätten ja ganz allgemein sagen können, allgemeines Wachstumsmodell für eine Population zum Zeitpunkt t. Und dann hätte man ja direkt sagen können, naja, das können wir doch so modellieren, dass wir sagen, die Population im nächsten Zeitschritt ist einfach immer um einen gewissen Faktor angewachsen. Und wo kommt dieser Faktor her? Man könnte sagen, es gibt so einen gewissen Bruchteil der Tiere, die können sich reproduzieren. Und die allen anderen Tiere kommen dazu. Der Bruchteil der Tiere, die sich reproduzieren können, ich schreibe das mal hier hin als so ein Rho plus 1 mal nt. Und dann würden wir sagen, Rho mal nt plus nt. Dann würden wir sagen, die Tiere im nächsten Zustand sind die alten Tiere plus der Bruchteil Rho, die sich reproduzieren. Und da wird einfach für jedes Tier, das sich reproduziert, einfach einzeln ein neues generiert. Und dann haben wir so einen Parameter jetzt in dem Modell. Weil dieses Rho plus 1 kann man einfach zusammenfassen. Jetzt haben wir ein Modell mit einem Parameter. Das ist Lambda. Das ist unsere Reproduktionsrate. Und das ist halt das Merkwürdige gewesen in dem Fibonacci-Modell, dass da keine Parameter waren. Das Modell hat ja einfach hier nur Einsen drin stehen. Das wäre aber ganz untypisch. Wenn wir so ein Wachstumsmodell hier hinschreiben, dann wird das ja unterschiedlich sein, ob wir jetzt Elefanten oder Mäuse oder Bakterien nehmen. Die Zeiten, in der sich etwas regeneriert, sind ja völlig unterschiedlich. Deswegen brauchen wir normalerweise immer Parameter, die man dann an die spezielle Situation anfinden kann. Wir müssen also unterscheiden Zustandsvariable
wäre hier das n, das sich auch in der Zeit ändert. Das ist das, was wir modellieren, das sich ändert. Und die Parameter, das wäre in diesem Fall das Lambda. Das ist etwas, was sich nicht ändert, das man nehmen kann, um unser Modell an eine spezielle Situation anzufinden. Ja, und wenn wir jetzt dann so ein Modell jetzt einfach so direkt hingeschrieben hätten, dann hätten wir das jetzt ganz analog durch Iteration lösen können und hätten dann gesehen, das hätte dann, dieses Modell hat dann die Lösung. Und zur Population zum Zeitpunkt t ist e hoch der Logarithmus von unserem Parameter lambda mal t. Und diese ganze e-Funktion wird nochmal multipliziert mit dem Anfangswert. Und dann sehen wir so allgemein, haben wir bei diesem einfachen linearen Wachstumsmodell hier dieses exponentielle Wachstum. Jetzt im nächsten Video wollen wir da mal ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet, wenn man so ein exponentielles Wachstum hat, was eigentlich die Konsequenz davon ist. Ja, und insgesamt wird halt dieses ganz einfache Wachstumsgesetz, das wird so eins der fundamentalen, letztendlich eins der wichtigsten Modelle sein, die wir so haben, weil praktisch alle anderen Modelle auch irgendwo immer intrinsisch so eine exponentielle Wachstumsphase haben. Das ist also so ein Grundmodell für vieles, was wir später haben. Für dieses Video aber jetzt erstmal vielen Dank.